Arnulf Rainer, 1929 geboren, begeht heuer seinen 90. Geburtstag. Seit 7 Jahrzehnten bestimmt er weit über Österreich hinaus die Kunstgeschichte. Er findet in Paris zur informellen Kunst in einer Zeit, in der der späte Surrealismus eigentlich die Welt beherrscht. Was aber dann wirklich den Durchbruch schlagartig in Deutschland, in den USA hervorruft, sind seine Übermalungen. Im Zentrum und am Anfang seiner Kunst steht die Negation, das Übermalen aus dem Geist des Korrigierens. Es ist ein Bild da, das korrigiert werden muss, überzeichnet, zugemalt werden muss, um das perfekte Bild zu machen. Aber es gibt nicht das endgültige perfekte Bild. Und so entstehen schwarze Gemälde, die nichts mit der Dynamik des Schwarz eines Franz Klein, nichts mit der Transzendenz eines Mark Rothko zu tun haben oder der Eleganz eines Pierre Soulages. Es ist ein Schwarz, das uns letzten Endes hier versinken lässt. Man würde glauben, dass ein Künstler, der im Übermalen, im Zumalen seine Kunst sieht, eigentlich verstummt eines Tages. In Tat und Wahrheit könnte der Unterschied nicht größer gedacht werden als zu den Schleierbildern in den 90er Jahren. Auf einmal tut sich ein unendlicher Raum auf, eine Transparenz. Es sind Schleier, die uns wirklich in andere Welten treten lassen. Thomas Bernhard ist auch für Arnulf Rainer die Publikumsbeschimpfung zentral. Nicht aus dem Geist mangelnder Courtoisie, sondern aus der Einsicht, dass von dem Ich zum Du keine Brücke führt. Und die Entdeckung der Body Poses, der Face Phases, ist genau dem geschuldet. Er hatte immer ein Problem mit Gemeinschaft. Er wollte auch in der Zeit, als die Hitlerjugend ihn zu einem Herrenmenschen erziehen wollte, nie die Gegenwart seiner Kommilitonen, seiner Mitschüler ertragen. Er wollte allein und einsam sein. Da sieht er plötzlich, dass in dieser Körpersprache, in dieser autistischen Theatralik eine Wahrheit der menschlichen Existenz schlechthin begraben liegt. Und diese hat in den späten 60er und frühen 70er Jahren zum wichtigsten Werkabschnitt des Arnulf Rainer gezählt. Im Grunde interessiert Arnulf Rainer am Kreuz die Geometrie, die strenge Form der Horizontalen gegen die Vertikale. Aber da er mit Prachensky, Mickl und Holliger zu den führenden Abstrakten der Galerie St. Stephan zählt, denkt man, dahinter steht auch so etwas wie ein konfessionelles Bekenntnis, eine Kunst für die Kirche. Das ist nicht der Fall. Arnulf Rainers Kreuze sind meditative Bilder, sind Meditationen über eine Existenzform, die im Kreuz ihren höchsten Ausdruck gefunden hat. Sie sind keine Bekenntnisse.